Hallo meine lieben Sportsfreunde auf Maverick TV, mein Name ist Maverick Berlin und heute geht es um das Thema Trading Cards. Viele wissen ja oder eher nicht, dass es ein sehr, sehr großes Hobby von mir ist, schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Und ich will euch heute als erstes mal ein bisschen das Thema Trading Cards erklären und ein bisschen halt so zum Reinschnuppern zeigen für alle, die sich damit noch nicht befasst haben. Und dann machen wir auch ein Unboxing von meinen Karten, die ich bei einer Firma graden ließ. Was Grading bedeutet von Trading Cards, erkläre ich euch auch. Und zwar habe ich letztens meine Sammlung, bisschen meine alte Sammlung, so ganz alte Karten durchgeschaut und bin da auf ein paar Rookie-Karten gestoßen von Kobe Bryant. Ihr wisst, Kobe Bryant. Hubschrauber-Absturz, der fünfmalige NBA-Champion der Los Angeles Lakers. Wer ihn nicht kennt, das ist der junge Mann, einer der besten Basketballer, die jemals gespielt haben in der Geschichte des Basketballs, vor allem in der NBA. Und jetzt wurde er in die Hall of Fame berufen und die Rookie-Karten sind ja immer das Schmuckstück jedes Spielers. Den meisten Wert erzielen die Karten aus dem ersten Jahr, wo der Spieler in die NBA reinkommt. Die ersten Karten von ihm, die Trading Cards, die reinkommen, wo er noch kein NBA-Spiel bestritten hat, sind dann die wertvollsten, falls der Spieler dann am Ende ein Superstar wird oder sich zumindest zu einem entwickelt. Und ich zeige euch erstmal zwei ungegradete Kobe Bryant Rookie-Karten. Von Hardwood Prospects war ja die erste, die ich euch gezeigt habe. Und dann von NBA Hoops Rookie Gold Foil. Ist auch eine schöne Rookie-Karte aus dem Jahr 96. Ne? Also die Karten haben schon stabile 23, 24 Jahre auf dem Buckel. Und was verbirgt sich jetzt hinter dem Grading der Karten? Man schickt die Karten zu einer Firma, die nehmen die Karten dann unter die Lupe und bewerten die dann auf Kanten, wie die Kanten der Karte sind, wie die Ecken der Karte sind, ja, in welchem Zustand, ob Kratzer drauf sind, also die Oberfläche der Karte, ja, vorne und hinten. Und dann bekommt eine Karte ein gewisses Grading. Von 1 bis 10 möglich. 1 das schlechteste, 10 das beste, eine perfekte Karte sozusagen. Und dementsprechend könnt ihr zum Beispiel so eine Karte haben und der Wert der Karte bezieht sich dann auf die Qualität der Karte. Wie gut ist die Karte erhalten? Bedeutet, eine 6er, 7er, 8er Grading-Karte erzielt natürlich einen kleineren Preis als dann eine 9, 9,5, gewissermaßen eine 10, eine perfekte Karte. Natürlich dann auch der höchste Preis, der dann erzielt werden kann mit einer 10er. Sozusagen ist zum Beispiel jetzt eine Rookie-Karte, Goldfoil, zum Beispiel mit einem Grading 7,5 oder einem Grading 8 circa 100 € wert, sage ich jetzt mal, ne? Pi mal Daumen. Und mit einem PSA-Grading 10, PSA ist eine der bekanntesten amerikanischen Firmen, die es macht, ist dann die Karte schon das 5, 6, 7, sogar vielleicht 8-fache des Wertes wert, weil sie in einem perfekten Zustand ist. Jetzt zeige ich euch mal eine Karte von Kobe Bryant, eine Rookie-Karte, die in Amerika gegradet wurde, 96er Skybox Z-Force Kobe Bryant mit einem Grading 7. Ja? Von PSA, ja. Und ich habe 5 Rookie-Karten gefunden, alte Rookie-Karten, habe die dann zu einer Firma in Deutschland hingeschickt. AP Grading heißen die. Und die haben meine Karten bewertet. Ich weiß selber nicht, in welchem Zustand sie gegradet wurden jetzt, wie der Zustand der Karten ist. Und ich würde mal sagen, wir machen jetzt ein Unboxing. Ich werde die Packung öffnen und dann, selbst für mich wird es eine Überraschung sein, ne? Ich hoffe natürlich auf das Beste, aber die Karten lagen natürlich fast 25 Jahre hier rum, ne? Deswegen, ich habe die zwar gut geschützt, aber
Ja, wir gehen mal positiv dran und gucken dann mal, wie das Grading verlaufen ist. Ich hoffe natürlich auf ein sehr gutes Grading, weil dann ist der Wert der Karten natürlich ja, höher, ne? Aber ich nehme alles, was kommt, Freunde. So, die Packung ist eröffnet. Wow, das ist aber schön eingepackt hier, wie ihr sehen könnt. Erstmal, your team with this code, we would like the thank you for your. Also hier habe ich, glaube ich, ein 20% nochmal bekommen auf das nächste Grading. Ich werde auf jeden Fall hier graden lassen, denn ich habe ja noch ein paar Karten hier, die ich graden lassen möchte. Also sehr cool. Ein Dankeschön, dass ich bei denen gegradet habe. Und ja, super. Polster. Es sind keine Chips, kann man nicht essen. Und hier ist das Goldstück des Pakets, Freunde. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz drauf und machen das gute Ding auf. Oh. In diesen Dingern habe ich die weggeschickt. Ne? Denn jetzt sind sie natürlich anders eingepackt. Und jetzt, Freunde, hier haben wir die Dinger. Hier haben wir die Dinger. Die 5 Rookie-Karten, die ich gegradet habe. Und dann würde ich mal sagen, Freunde, packe ich das an und dann gehen wir Karte für Karte mal durch. Boah, Spannung. Spannung ist auf jeden Fall mies. So, Freunde. Encore Rookie-Karte von Kobe Bryant, die erste. Ihr könnt das sicherlich schon sehen, ich noch nicht. Das war, die lag bei mir Jahrzehnte rum und jetzt muss ich selber mal drauf schauen. 7,5. Nur eine 7,5, also ist schon, ja. Surface 6,5, Edge 7, Corners 8,5, Centering 8,5. 7,5, Kobe Bryant, Encore. Dann, Freunde der Sonne, gehen wir mal die nächsten Karten durch. Und zwar haben wir da die zweite Encore, Kobe Bryant Rookie, und das ist auch eine 7,5. Auch eine 7,5. Dann, Freunde, Kobe Bryant NBA Hoops ist die nächste Karte, eine 7,5. Dann, Freunde, Kobe Bryant Rookie, eine 8,5. Rookie Rewind, 8,5. Und dann, aber ich sehe, die haben sie, glaube ich, anders reingesteckt. So sieht die aus. Flair Metal, eine 7. Eine 7. Ja, Freunde, das waren die, also die 8,5 ist stabil. Ansonsten sehr, sehr kleine Gradings. Aber ja, das war auch nicht anders zu erwarten. Alles eine 7,5er Karten. Sehen sehr stabil aus. Sehr schönes Design von AP, muss man sagen. Ne? Und jetzt lasse ich die nächsten graden. Also auf jeden Fall die und die. Und dann habe ich noch hinten ein paar, die ich graden lassen möchte. Gucken wir mal, wie das nächste Grading ablaufen wird. Deswegen, also, falls ihr euch jetzt solche Videos wünscht über Trading Cards, lasst einen Daumen da. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie mir unten in die Videokommentare und ich werde dann auf die Fragen zum Thema Trading Cards eingehen. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht mit meinen gegradeten Rookie-Karten von Kobe Bryant und ich sag mal so, Peace out da und ratatatata macht die Geldzählmaschine. Yeah!